Kalypso. Realmforge Studios. Unterstützt von der EU. Und das vorgestellt ist Space Base Datopia. Willkommen zurück auf Space Base Datopia, Commander. Wir hatten letztes Mal die Tutorials versucht. Im dritten ist leider das Spiel abgestürzt. Windows-Spiel versuche ich auf Linux mit Proton zu spielen. Leider klappt es noch nicht. Wird vielleicht besser. Wie man sieht, ist es ja eine Beta. Wir versuchen mal die Kampagne zu starten. Die lädt gerade. Willkommen in Ihrem ersten Testszenario, Command Air. Ich bin sehr gespannt, wie Sie damit zurechtkommen werden. Diese Simulation umfasst eine Startopia-Basis, die den Müllplaneten Saka umkreist. Eine, ich zitiere aus der universalen Datenbank, widerwärtige Kloake, die ihr verdientes Ende in einem schwarzen Loch finden sollte. Das Ziel dieses Szenarios ist es, Energie durch Recycling von Müll zu gewinnen. Es sind nur wenige Basisgebäude verfügbar, ebenso ist der Platz begrenzt. Sie werden hauptsächlich, oder genauer ausschließlich, mit Täger und Bugs in Berührung kommen. Rechnen Sie damit, dass die Besucher besonders viel Müll herumliegen lassen werden. Ich glaube, weitere Einzelheiten erübrigen sich. Es ist den Angaben des Szenarios zufolge unmöglich, zu versagen. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass mich Kohlenstofflebensformen in dieser Hinsicht immer wieder überrascht haben. Na dann. Nun denn, Commander, legen Sie los. Wie eine alte gononische Volksweisheit sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Wuschquanteng. Eine alte Handwerkskunst, bei der Ziegel aus den eigenen Exkrementen geformt werden. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Schauen wir mal. Willkommen, Commander. Ich bin zuversichtlich, dass selbst eine kohlenstoffbasierte Lebensform, wie sie mit den sehr übersichtlichen Parametern dieses Szenarios klarkommen wird. Letztlich geht es nur darum, Müll zu sammeln. Ein nur eingeschränkt funktionstüchtiger Fuzzy hat dieses Szenario zuvor in weniger als 20 Minuten gelöst. Ich gehe also davon aus, dass Sie es innerhalb von einigen Stunden auch absolvieren können. Na, dann machen wir das doch mal. Also der Fuzzy-Station, dann können wir unsere Fuzzys aufladen. Da haben wir eine Kommunikationszentrale. Die kennen wir ja auch schon. Dann bauen wir das mal auf. Und was ist denn bei Objekte? Noch nix. Wir brauchen noch eine Koje. Die mussten wir ja irgendwie selber großziehen, ne? Die bauen wir dann mal hier hin, oder? Commander, ich sehe, Sie haben es geschafft, eine Kommunikationszentrale zu errichten. Ich meine, Sie haben einen simplen Bauauftrag für Ihre Fuzzys erstellt und diese haben die Arbeit erledigt. Tür brauchen wir. Bravo. Dann bauen wir da mal diese Stasis-Kammern. Zwei. Drei. Wie viel gehen da hin? Eins. Zwei. Na komm schon. Drei. Kriegen wir ja auch noch welche hin unten, oder? Eine noch daneben. Und dann wollen wir hier noch irgendwas zum Sauer machen. Nee. Oder? Was ist das? Hydroclean doch. Okay, das geht da wohl mitten rein auch. Und dann was zu essen. Und was zu trinken, oder wie ist das hier? Was ist das? Wahrscheinlich ist da sowas, oder? Gut, das haben wir. Bestätigen, dann kann das gebaut werden. Und unsere Fuzzys sind unterwegs, dann brauchen wir den nächsten Objekt. Jetzt sollten wir diese Recyclingstation machen. Das müsste ja diese sein. Kriegen wir die irgendwo hier hin? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es funktioniert, aber ich baue es mal einfach hin. Haben wir. Da wird links auch die Station gebaut.
Haben wir jetzt bei Objekte was auswählen? Nö. Sie haben erfolgreich eine Koje als ersten Raum errichtet. Super. Ich habe dummerweise Commander ohne angeheuerte Bagratorianer wird ihre Kommunikation. Ja, das müssen wir jetzt als erstes machen. Bagratorianer brauchen wir. Exzellent, Commander. Sie haben es geschafft, ein Recycling Center aufbauen zu lassen. Erinnern Sie sich noch an den halb funktionstüchtigen Fuzzy, von dem ich eingangs. Weiß nicht, wie viel ich brauche. 3. Nun, er hat in der von Ihnen verbrauchten Zeit bereits alle weiteren Testszenarien absolviert. Aber ich denke, der Vergleich ist schwierig, schließlich ist er nur eingeschränkt funktionstüchtig und Sie. Oh, nun ja, vielleicht ist der Vergleich doch ganz passend. Ich nehme einfach die ersten 3, ne? Absolvierung dieses Testszenarios ist es nun noch vonnöten, die Funktionsweise des Recyclers voll auszunutzen. Ich gehe davon aus, dass Sie damit keine Probleme haben werden, Commander. Müll kennen Sie sich ja aus, wenn ich Ihre Social-Media-Konten kurz überfliege. Ja, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Keine Ahnung. Das ist Müll. Was passiert da, wenn ich das da anklicke? Keine Ahnung. Ich habe den Müll aufgesammelt, oder wie sehe ich das? Was habe ich denn da reingelegt? Glaube ich. Die sind hier schon schön am Rödeln alle. Laufen da drin rum. Irgendwie fehlen mir aber die Leute noch hier. Aha, da kann man was anmachen. Okay, es gibt 2, aber ich habe noch 2 Arbeitsplätze frei. Recycling läuft irgendwie. Deaktivieren. Ne, ich will es ja nicht deaktivieren, es soll ja da laufen. Telgor ist da drin und hier sind auch noch 2 Plätze sind bei Recycling. Fortschritt ist 0. Volumen ist auch 0. Jetzt die Frage, was geht hier? Gibt es Ihren Vorsicht eine Hochpriorität für diesen Raum bzw. dieses Objekt Kosten für die Reparaturenergie 100? Okay, da kann man wohl was reparieren. Dekonstruieren will ich das nicht. Und das hier ist bearbeiten. Das ist ja erstmal gut. Das Ding bewegt sich ja. Also ich glaube aber, wir könnten vielleicht noch den einen oder anderen mehr einstellen hier. Den Telgor, die sind ja die Müllmänner. Jetzt habe ich noch einen davon mehr. Hier haben wir schon mal Leute, die nicht so ganz zufrieden sind. Wir haben hier Müll. Den räumen wir mal weg, oder? Unsere Happiness ist 58, da ist auch noch Müll. Ach, hier ist noch ganz viel Müll. Kriege ich das alles auch einmal abgeräumt? Jetzt habe ich den Müll aufgesammelt, ne? Jetzt ist er weg. Die sind oben glücklich, sehr interessant. Ach, Mülleimer brauchen wir auch noch. Ich habe Ihnen extra welche zur Verfügung gestellt, denn ohne diese können Sie dieses Szenario nicht abschließen. Ach, das waren die Objekte, ne? Müllbotter. Brauchen wir mal hier so ein paar hin. Sollten unsere Fuzzies jetzt kommen und die bauen. Ja, macht er auch schon. Machen wir sowas auch. Wir haben eben erfolgreich einen ersten Müllbotter errichten lassen. Ein Ding, das man versucht mit Sachen zu befüllen, das allerdings oh, wohl nicht so schnell seinen maximalen Füllstand erreicht hat. Wird ja nicht rot. Moment, sprechen wir gerade über Ihre Ausbildung? Verzeihung, mein Routine-Smalltalk-Subprozessor scheint festzustecken. Routine-Smalltalk-Subprozessor wird neu gestartet. Ich krieg hier die erste Energie, ne? Ich weiß nicht, wie ich hier Müll aufsammle, aber ich tue es wohl gerade. Da liegt auch noch was. Dann sammeln wir den auch noch auf. So, wir können das Ganze ja drehen. Dann können wir hier auch was sehen. Was ist das? Ach, das ist die Schleuse, okay. Commander, ich möchte Ihnen zum 50. Besucher Ihrer Shuttle ist angedockt, okay.
Wäre dies kein Testszenario, sondern die Realität, wäre der Zeitrahmen eher inakzeptabel, aber immerhin arbeiten Sie ja hier innerhalb einer Simulation mit optimalsten Bedingungen. Okay. Der Zeitrahmen ist also völlig inakzeptabel. Exzellente Arbeit, Commander. Sie haben die erforderliche Energiemenge erreicht. Zwar mit der Koje und nicht mit der Recycling Station, aber... Oh, hier ist aber Dreck drin, ne? Ich hoffe, dass Sie realisieren, dass dies natürlich nicht das Testszenario beendet. Es war okay. Nur ein netter Hinweis, um Ihre zweifelhafte Kompetenz zu untermalen. Da müssen wir hier mal aufräumen. Jetzt habe ich den ganzen Müll hier aufgeräumt. Aber ich weiß nicht, was ich damit tun muss. Ich sammle den da unten gerade auf, ne? Undichte Besucher, was heißt das denn? Das ist auch der Fall. Entschuldigung, Kommandant, aber ich habe das Gefühl, dass es in der Simulation ein Problem in der Spezies gibt, wenn Sie sich kurz einmal anschauen können. Lesen schwache Burgatorianer. Burgatorianer alle 60 Sekunden eine 5% Chance, Müll zu erzeugen. Gegeben Bedürfnis wird durch die Müllerzeugung befriedigt. Telgor alle 60 Sekunden eine Chance, 5% Chance, Müll zu erzeugen. Hygienebedürfnis wird durch diese Müllerzeugung befriedigt. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das braucht, was das macht, was das bringt. Da läuft jetzt gerade ein Mülleimer dahin, kann das sein? Ah, der schmeißt den Müll weg. Okay, wo geht der hin? Wohl da wieder. Sehr interessant, laufen die dann alle dahin? Ach, Füllstand 5%. 40%, 15%, 0%. Ich glaube, wir stellen mal hier hinten auch noch welche auf. Ich weiß jetzt nicht, wofür dieses Undicht gut sein soll. Keine Ahnung. Aber... Die aktuelle Wertungsbilanz für Startopia ist insgesamt eher positiv. Interessant. Ich stelle da mal noch zwei hin. Aber hier drin den Müll, den kriege ich nicht los, oder? Kann das sein? Eine interessante Wahl, Commander. Ich rate Ihnen, Bagratorianer-Besucher im Auge zu behalten. Und im Zweifelsfall sollten Sie schon einmal einen Wischmopp bereitstellen. Kann ich da was reinlegen? Weiß ich nicht. Ah, da kann ich was reintun. Und wenn der voll ist, bringen die das weg, oder wie ist das? Ja, sieht so aus. Ich glaube, das ist das, was ich tun muss, aber ich weiß es nicht. Aber das wird da gerade eingelagert wohl. Achso, ich kann das ja weiter hier klicken noch. Also ich schmeiß jetzt wohl was im Müll, wenn ich das so verstehe, richtig. Ich habe eine Happiness von 68 noch, das ist ja schon mal gut. Der ist wohl voll. Und ich bin den Müll aus meinem Paket los, aus meinen Slots los. Müllbotter-Modifikator, okay, was heißt das? Guck mal, ich habe jetzt zwei absurde Entwürfe, um Müllbotter darauf zu verbessern. Ich habe mich dazu entschieden, die Wahl innen zu überlassen. Betrachten Sie es als Testing. Müllbotter-Fassungsvermögen plus 100. Ach, das kann ich auswählen. Das hätte ich wohl eben auch machen können. Okay. Okay, dann brauchen wir noch einen Atmosphärefilter, den kennen wir ja schon. War ja unter den Objekten zu finden. Und das war dieses Ding, oder? Okay, das sieht natürlich ganz schlecht gerade hier aus. Einen da. Und einen da. Und einen vielleicht da hinten noch. Oh, der Müll ist jetzt aber natürlich krass da rechts, ne? Bitte denn jetzt hier auch doch 220 Wert. Ja, da sieht man's, habe ich schon mal. So. Läuft hier alles? Was ist das? Okay. Okay, eine habe ich wohl. Aber versichert, dass mir nichts passieren kann. Initiiere Bombensubprotokoll Alpha. Sehe ich noch irgendwo eine? War nur eine? Will ich hoffen. Oder ist das... Ne, das ist keine. Ich glaube, es war nur eine.
Die stehen hier Schlange und sind gar nicht so happy, ne? Da ist Müll. Warte mal, das würde bedeuten, kann ich diese Müllbombe da rein entsorgen? Kann hier nicht abgesetzt werden, okay. Aber der Müll ging. Achso, warte mal, ich muss den noch auswählen, den Müll. So, wo kann ich es absetzen, ist dann die Frage. Hier ist wieder Müll. Shit, die wollte ich da gar nicht absetzen. Ah, jetzt habe ich es auch wieder aufgenommen. Wie sieht denn das mit dem Blau, mit dem Roten aus? Ist das jetzt besser? Achso, da sind Leute. Okay, ne, die wollte ich jetzt gerade nicht. Aber warte mal, hier links leuchtet doch schon wieder irgendwas, oder? Aber das ist was anderes. Noch funktioniert die Station, glaube ich. Ich weiß nur nicht, wie das hier mit dem Müll ist. Da steht keiner dran. Ne? Okay, wir haben wieder irgendwas auszuwählen. Atmosphärefelder, alle 60 Sekunden eine Chance von 5% der Störung auszulösen, um dem Gebäude Schaden zu führen. Ich glaube, ich will keine Gebäude beschädigen, dann nehme ich das zweite. Ich möchte allerdings später keine Beschwerden hier zu hören. Ja, ist schon gut. Noch läuft's. Ich sehe jetzt gerade keinen Müll. Wahrscheinlich hier drinnen. Ja, so sieht's aus. Da drinnen ist noch Müll. Ich glaube, wir müssen da nochmal eine zweite Station in irgendeiner Form bauen. Weil die zu klein ist, kann das sein. Aber ich habe das gerade so ein bisschen doof positioniert. Das ist wahrscheinlich gar nicht so toll, hier zu bauen ist. Ach so, jetzt müssen wir mal das auswählen. Das ist weg. Dann wählen wir das aus und schmeißen das da rein, ne? Oder? Warum haben die so ein rotes Ding hier? Oh ne. Einer ihrer Angestellten hat gekündigt. Einer meiner Angestellten hat gekündigt, das ist nicht gut. Wo ist denn einer jetzt zu wenig? Hier ist 1100. Ach, schon wieder. Die habe ich. Hier unten ist noch eine. Kann ich nicht sehen, muss ich drehen. Habe ich auch. Hier ist keine mehr. Ich glaube, ich habe es gekriegt. Ich weiß aber nicht, was ich mit den drei Dingern machen soll. Das ist mein Problem. Hier ist Müll, den müssen wir aufheben. 71% steigt gerade. Dass Sie mit Ihrer Energie oder Ihrem Prestige in meinem Experimentallabor von meinem Benennungsalgorithmus auch bei Shop genannt äußerst interessante Dinge kaufen. Okay, hier brauchen wir noch einen. Ich glaube, da hat einer gekündigt, oder? Ach so, da unten ist noch was. Grüne Recyclingstation, es hat keine Luftverschmutzung mehr. Es hat eine Chance, dass beim Recycling keine Energie erzeugt wird. Das Recycling. Ich glaube, ich nehme das obere schon. Ne, ich will keine schlechte Atmosphäre. Interessante Wahl, Commander. Ja. Sie zwar entgegengesetzt zu ihrem eigentlichen Ziel, aber nun ja, ich werde es einfach mal so notieren. Ich brauche so einen noch. Weil da einer abgehauen ist. Glaube ich. Wie, hier ist gar keiner drin? Das ist ja doof. Das kann ja nicht sein, oder? Ja, dann, wenn da keiner drin ist, müssen wir ein paar mehr haben, oder? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gerade vorstelle.
So, das ist die Zentrale. Da fehlt aber auch einer, ne? Oder? Kann das sein? Da waren noch drei hier reinzusetzen, ne? Oder? Vertue ich mich da gerade? Oh, noch so ein Bug. Commander, Sie haben bereits ein Drittel der im Rahmen des Testszenarios erforderlichen Energie erarbeitet. Ja, das ist doch schön. Ich gebe zu, ich hatte nicht damit gerechnet, dass Sie diesen Stand erreichen werden. Was ist das? Befördern. Gut, dann befördern wir den. Kann ich den auch noch einstellen? Was steht da unten? Intergalaktische Recycling-Truppe, okay. Ich weiß aber nicht, wie man diese Bomben recycelt. Das ist leider hier nirgendwo angegeben. So, was ist denn hier mit diesem Teil? Kann ich hier irgendwas machen? Rechtsklick. Das ist da drin, ja. Oh, schon wieder Müllfanatiker. Jetzt müssen wir erst die Bomben einsammeln, das ist wichtig. Da ist eine. Die Bombe bitte. Kann ich die mal kriegen jetzt hier? So. Oh, die ist schon rot. Die. Oh, hier rechts ist einer explodiert. Super. Vielleicht sollten Sie diese beim nächsten Mal einsammeln und entsorgen, anstatt ihr beim Explodieren zuzusehen. Ja, habe ich mitgekriegt. Ist alles gut. Alternativer Abfall. Normaler Müll braucht doppelte Platz in der Zwerglingstation. Also wir haben schon 50 beim Zwerglingstation, um Energie zu produzieren. Dimensionswandel und Deponie, Müll bringt 100% Energie beim Recycling. Eigentlich läuft das ja, ne? Dann können wir das mal auswählen. Mal sehen, wie Sie mit diesen neuen Parametern umgehen werden. Da ist Müll, den sammeln wir mal auf. Da drinnen müssten wir wahrscheinlich wieder aufsammeln und da stehen sie schon wieder Schlange. Da liegt auch Müll. Aber wir sind bei 77% Happiness. Was wollen wir mehr? Die stehen hier wie bekloppt Schlange. Das ist auch gut. Muss man das auswählen und dann da reinschmeißen. Und den auch auswählen. Dann schmeiße ich das in den Mülleimer. Geht nicht. Ach, hier ist eine Bombe. Hallo, könntest du mal... Ach, ich will jetzt das nicht da hinschmeißen. Ich wollte diese Bombe haben. Was ist denn jetzt passiert? Hallo, sammel die Bomben wieder ein. Ja, so ist schön. So wollte ich das auch. Ist nur die Frage, was hier passiert. 2000, wir sind schon über 2200, okay. Ach, der hat aufgeräumt hier. Cool. Da räumt auch einer auf. Wir sind bei 83% Happiness. Das ist doch richtig cool, oder? Ich weiß nur nicht, wie gesagt, wie man so eine Bombe entsorgt. Es wurden wieder Müllbomben auf Startopia geschmuggelt. Okay. Die habe ich. Die habe ich auch. Ich weiß nicht, wo die letzte gelandet ist. Wir sind, glaube ich, jetzt immer drei momentan. Ist die da hinten irgendwo hingekommen? Da ist sie. Habe ich auch. Ich weiß nicht, ob diese Station wunderbar läuft oder nicht. Wie viele Leute sind denn da drin? Wieder keiner. Volumen 81%. Läuft das oder läuft das nicht? Ich weiß das nicht. So. Ich heuer mal noch an.
Sieht erstmal gut aus. Hier der eine, der hat da irgendwie einen roten Kopf da. Oder rote Fackeln am Kopf. Keine Ahnung, ob das gut oder böse ist. Happiness 83% ist ja noch ganz gut, ne? Glaube ich, wieder Müll aufgesammelt, oder? Da liegt auch noch Müll. Der ist weg. Hier ist es. Ach, warte mal, was, kann man da was angezeigt kriegen? Nee, ne? Sachen recyceln, Bombe. Also Recycler ist ja das hier, ne? Aber wie funktioniert das? Commander, Sie haben jetzt 2/3 der erforderlichen Energie erreicht. Wenn ich Ihre bisherigen Ergebnisse weiter extrapoliere, kann ich meine Subprozessoren problemlos die nächsten paar Millionen Zyklen noch in Standby schalten. Ich weiß nicht, ob ich die da reinschmeißen kann oder nicht. Passiert irgendwie nichts. Sagt er hier. Inspektion abgeschlossen. Keine Ahnung, was das heißt. Ich habe wieder Müll aufgehoben. Das weiß ich wohl. Aber ich krieg die Bomben hier nicht mehr weg. Kann ich die da reinlegen? Ja, sieht so aus, oder? Commander, es wurden wieder Müllbomben auf Startopia geschmuggelt. Oh, ich muss die Bomben erst finden. Hier war irgendwo eine, da. Oh, er hat sie abgelegt, anstatt zu nehmen. Die ist weg. Hier links war auch eine, meine ich. Wo ist er? Commander, eine weitere Müllbombe ist auf ihrer Station explodiert. Ja, schade, zwei sogar. Da liegt auch Müll. Tja, ich hoffe, ich kriege das mal alle irgendwann weg, ne? Für Geld haben wir dann 3-2. Hier oben war doch die Müllbombe explodiert irgendwo, oder? Hier fehlt doch was, oder? Was hat's denn da erwischt? Meine Kommunikationsstation, oder? So ein Shit. Kann ich die mal bauen wieder? Da ist er. Ja, geht nicht, ist klar. So, baut mal bitte schnell. Hier wird geschrubbt und gereinigt. 82% sind hier glücklich und happy. Allerdings haben die alle hier auf dem Kopf so ein komisches Symbol. Ich weiß nicht, was mir das sagen will. Kann ich denn so einmal anklicken irgendwie und ich kriege eine Information? Wahrscheinlich geht das nicht, ne? Dann kommen wir mal erstmal das hier und entleer das mal. So, das ging nicht mehr, ist klar. Dann machen wir mal weiter. So, dann geht das da auch noch rein. Gratuliere, Commander. Sie haben erfolgreich das Ziel erreicht. Oh, super. Die benötigte Energiemenge erwirtschaftet. Ich habe 2 Bomben auch recycelt. Cool. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Bomben da entsorgt habe. Das kann ja nur hier sein dann. Einen Weg dafür finden.
Nichtsdestotrotz haben sie dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen. Gratulation, Command. Ja, da haben wir das erste Szenario geschafft. Szenario abgeschlossen. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gerne noch gelesen. Fallen gelassene Gegenstände, minimale Attraktivität, maximale. Keine Ahnung, was das hier heißt. Das sind wohl die Ergebnisse, die ich dabei erreicht habe, oder was? Pflanzen geerntet? Nee, habe ich nicht. Steht jetzt nicht so wirklich in der Statistik was drin, was ich sagen würde, das habe ich gemacht oder nicht. Ereignishistorie, okay. Undichte Besucher, blasenschwache Bohrer. Achso, das habe ich ausgewählt, glaube. Eins hatte ich nicht, das ist dann wahrscheinlich von sich aus ausgelöst worden. Ja, und sonst habe ich auch keine Ahnung, was da passiert. Ah, jetzt kommen hier Sektoren geöffnet, 0. Sektoren verloren, 0. Sektoren eingenommen, 0. Aufgehobene Gegenstände, 226 fallengelassene Gegenstände, 290 minimale Attraktivität, 50% war schlecht, 84 war gut. Anzahl aller Besucher 198, also glücklicher Besucher 74 haben wir geschafft und darunter fehlt es jetzt. Okay, das hat es dann wahrscheinlich in diesem Szenario gar nicht gegeben. Coole Statistiken, die es dann da gibt, alles klar. Jetzt ist hier leider nichts angezeigt wieder. Naja, aber wir haben das Szenario jetzt in der ersten Runde gemacht. Wir werden ja dann die nächste Mission vielleicht auch in Angriff nehmen. Im nächsten Video, denke ich mal, schauen wir nochmal rein. Läuft ein bisschen zäh leider, aber das ist halt so, wenn man nicht Original-Spiel spielt, sondern das über einen Emulator sozusagen läuft. Aber Wine is not an Emulator, ne? Und naja, dann werden halt andere Dinge gemacht. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Wenn ich jetzt auf Einzelspieler gehe, Kampagnenlevel anspringen. Okay, ach so, okay, das war's das, dann haben wir das, so sieht's aus. Gut, dann wissen wir das auch. Dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen, sagt mal, was ihr von dem Spiel haltet. Und gerne teilt auch dieses Video auf anderen Kanälen. Dann bekommen andere Leute mit, dass es Space Base Startopia ab dem 23. Oktober gibt. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.